Willkommen, ich wünsche euch einen wunderschönen, geilen, super nicen, richtig cremigen Tag und heute darf ich euch begrüßen und zwar zu einem vollen Gameplay und zwar mit dem guten Silas, Sylas oder wie auch immer. Dieser Champion, warum habe ich mir den ausgewählt? Ich meine, zum einen ist er neu, ihr habt wahrscheinlich schon sau viele Gameplays zu diesem Champion gesehen. Was ich mich aber seit Äonen von Tagen frage, also seit dieser Champion quasi mehr oder weniger rausgekommen ist, warum ist er eigentlich so scheiße? Beziehungsweise ich persönlich finde dieser Champion, ja, deswegen ist es jetzt so ein volles Gameplay, weil wir wieder ein bisschen reden müssen. Ich persönlich finde, dieser Champion ist relativ kacke. Das kann natürlich an verschiedenen Dingen liegen. Das könnte zum einen natürlich daran liegen, dass er sehr, ja, dass er noch sehr, sehr schwach im Spiel ist quasi, dass er erstmal auf die richtige Spur gebracht werden muss, dass Riot sagen muss, okay, hey, der hat noch nicht genug Damage, der hat noch nicht genug Scalings, der ist noch zu schwer oder da passt einfach irgendwas nicht. Das könnte natürlich eine der Möglichkeiten sein. Das große Problem, was ich bei diesem Champion sehe, ist, er ist ein Nahkämpfer, ein Full-Damage-Nahkämpfer, sowas wie Diana quasi, aber im Early- und Mid-Game klappt es auch meistens sehr, sehr gut, da klappen mir auch meine Trollbuilds immer sehr, sehr gut, denn da fightet man ja alleine gegen jemanden. Aber sobald es losgeht und man, ich sag mal, teamfightet, haben wir einen Champion, der voll squishy ist. Ja, ich habe jetzt auf dem PB gesehen, der wird wieder gebufft, der Champ, also, ne, es ist nicht all bad, also man, oder es wird immer noch dran gearbeitet. Aber ich persönlich denke, dass dieser Champion gerade auf Full AP viel zu squishy ist. Das ist, als würde man Udi auf Full AD bauen. Das macht übel Bock, aber suckt einfach, sobald es um Teamfights geht. Und ja, um Teamfights kommt man halt meistens oder beziehungsweise manchmal einfach nicht drumherum. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, heute probieren wir mal was anderes aus. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, was wir ausprobieren, aber wir werden Tank-Teile spielen, glaube ich. Also, das heißt, der Plan ist folgender. Wir werden... Oh, lol, er hat mich outplayed. Wir sind eigentlich Level 3, ja nice, ich bin Jungle Main. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir machen könnten. Die erste Variante wäre, wir gehen die AP-Machete und danach gehen wir einfach Full-Tank-Items, ja. Ich weiß noch nicht was, also nicht sowas wie Liandius und Rod of Ages und so, sondern richtig fett, dick, tanky. Na, das ist der Plan. Und der andere Plan wäre, dass wir sagen, wir gehen... Also, da müsste man halt wirklich gucken, man würde sowas wie Styrax bauen. Ja, das heißt, Styrax, also zum Beispiel Trinity into Styrax. Ja, diese beiden, dieses typische Bruiser-lastige. Sowas wie mit Fizz und Echo, was man ja auch schon mit diesen Champions alle gemacht hat. So, wir sind Gank-Main, deswegen gehen wir jetzt direkt mal ganken. Das sieht doch auch very gut aus. Sehr schöner Cage hier an dieser Stelle. Denke ich zumindest mal. Wir machen mal das hier so. Die Kette connected auch. W ist auch drauf. Auto-Attack. Warten, immer die Barrier warten, Leute. Hier wird jemand ghostet. Sehr gut, das klappt auch wunderschön. Ja, genau, und jetzt passiert das, oder was? Ich bin aber Main, deswegen helfe ich da, ne? Alter, ohne Witz, das ist so unglücklich. Es wurde genau in dem Moment, kam jetzt hier ein Haus. Das habt ihr wahrscheinlich gehört. Oh mein Gott. So, wir gehen direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Also das wäre quasi mein Plan, den ich hätte, ja? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber, ja. Ich glaube, wir werden uns auch für die AP-Variante entscheiden. Ja, das Trinity-Ding könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Vielleicht auch auf der Top-Lane. Vielleicht ist das ja was, ne? Ich weiß nicht. I need a dead kill in order. It's fine, sir. Der hat mir übrigens, you picked my champ. Naja, wir sind übelst der soziale Mensch. Er hat mir Silas gepickt. Und dann habe ich gesagt, ja, hey. Na, ja, hey. So, wir kaufen Schuhe. Brauchen wir die blaue Machete? Ich glaube, die blaue wäre cool, damit man besser die E treffen kann. Aber wenn wir wirklich Tank gehen, ist natürlich die rote Machete wahrscheinlich für ein bisschen extra Damage ganz nice. Ne? Ja, also bis jetzt sieht es ja ganz cool aus eigentlich. Wir müssen mal gucken, wo wir ganken können. Botlane ist noch schwierig. Toplane sieht sehr, sehr gut aus. Er wird wahrscheinlich ziemlich hart gepusht. Geht eigentlich gerade. Aber er hat auch noch sau viele Minions, die er sich da einsammeln kann. Außerdem, worüber ich noch mal ein bisschen so anschneidenmäßig mit euch reden wollte, ist Noob-Champs. Ja, ich höre das nämlich in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger, dass der und der Champ als Noob-Champ bezeichnet wird. Ja, und die Frage ist natürlich, ja, da können wir jetzt gerne diskutieren. Ihr seid eingeladen quasi. Ne, zur Nudelparty, zum Spaghetti-Abend. Was ist ein Noob-Champ? Ne, grundsätzlich ist es natürlich, ich glaube, da gibt es keine Definitionssache. Man kann also sagen, ein Noob-Champ ist ein Champ für Noobs. Ja, grundsätzlich. Das heißt, man könnte sagen, ein Noob ist ja ein Anfänger. Ist ja an sich ist ja an einem Noob nichts Schlimmes. Ne? Ein Anfänger-Champ, also zum Beispiel Annie Midlane, Lux Midlane, Morgana, Caitlyn, AD Carry oder auch von mir aus Garen Toplane. Das sind alles Champs, die sind relativ einfach zu spielen. Für Noobs. Ihr Spart, da sehe ich mich über komplett. Na, wir warten mal mit unserer W, um hinterher zu springen. Zack, jetzt ist leider mein Mate nicht da. Das ist ein bisschen RIP, aber wir... Ja, er geht runter, ich gehe hoch. Das kennt man.
Autotech, ich habe ihn nochmal geslappt, sehr schön. Allerdings bin ich hier mitgefahren mit dem Roadway. Wir könnten jetzt, weil ich eine Gank-Machine bin, direkt hier eine Connection into Gank machen. Kommen wir hier rüber? Wir müssen es probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Naja, ist doch zu greedy. Oh, Asi ist noch da unten, very deep im Jungle drin. Allerdings kommt Fizz von oben. Ja, okay. So, dann bin ich erstmal raus, würde ich sagen. Das wäre die erste Überlegung. Aber viele nutzen ja Noob-Champs vor allem gegen Tryndamere, gegen Riven, gegen Yasuo. Ne, dafür sagen viele, also gerade bei Yasuo sagen halt viele immer, boah, was ein Noob-Champ. Oder bei Riven, ne? Bei Riven höre ich das so oft, Leute. Und ich bin zwar kein Riven-Fan, aber ich bin ein fairer Mann. Deswegen kann ich sagen, Riven ist kein Noob-Champ, Leute. Riven ist wirklich ein schwerer Champ. Wann kommt denn mein fucking Red Buff hier? Ich bin Level über dem Fizz, aber der ist immer noch hier halt. Oh, er hat mich out. Ich habe mich selber outplayed. Na gut, passt. Das heißt, ne, viele sagen auch Noob-Champ zu Champions, wo sie einfach das Gefühl haben, die sind sehr, sehr räudig. Ja, das heißt, wo ich zum Beispiel sage, ist ein Noob-Champ, ihr könnt ja, das ist absolut subjektiv, könnt ihr ja sagen. Ich zum Beispiel, meine Definition für Noob-Champ sind folgende. Master Yi. Master Yi muss gar nichts können. Der muss einfach nur Rechtsklick auf den Gegner machen, ab und zu eine Q. Ne? Und er ist sehr, sehr einfach zu spielen und kannst im Late-Game das komplette gegnerische Team umwrecken. Mit Master Yi. Ich habe hier übrigens auch Tank-Runen mit reingepackt, ne? Damit ihr seht, wir meinen das ernst hier mit dem Ganzen. Das heißt, Master Yi oder zum Beispiel Nasus sind Champions. Mit denen kannst du eigentlich im Prinzip überhaupt gar nichts falsch machen. Aber sie sind sehr effektiv auf ihre eigene Art und Weise. Wir haben jetzt, klar, Nasus hat einen Skillshot, aber wer diesen Spell als Skillshot bezeichnet, ne, das ist ein Fußballfeld, was man auf den Gegner wirft. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen zu Tryndamere. Ist Tryndamere Noob-Champ? Tryndamere hat keine Skill. Also klar, seine E, aber die geht in die Kategorie wie bei Nasus. Aber ich persönlich finde, ja klar, man will auch immer seinen eigenen Champ verteidigen, weil ich selber sehr viel Nasus spiele. Ich kenne das schon. Aber ich persönlich finde, dass bei Tryndamere kannst du halt sehr, sehr viele Dinge falsch machen. Also gerade wenn du gegen Leute spielst, die schlecht sind, dann kommt Tryndamere super unfair rüber. Ja, er macht sie unsterblich, er krittet dich direkt weg. Aber wenn du halt gerade gegen Gegner spielst, die wirklich gut sind, dann ist Tryndamere unglaublich schwierig zu spielen teilweise. Und ich meine, okay, das kann wahrscheinlich auch so gut wie jedem Champion zutreffen, aber bei, also vielleicht sogar auf Master Yi, aber da würde ich es halt nicht mal unbedingt sagen, ne? Aber ist natürlich auch echt ein subjektives Ding, ne? Jeder wird da sagen, es wird jetzt Leute sagen geben, ja, bei Master Yi kannst du aber voll viele Sachen mit der Q-Dodge und du kannst dann noch Auto-Tags canceln und so, das ist richtig. Du kannst aus diesem Noob-Champ, wie ich es nenne, noch ein bisschen mehr rausholen. Das geht. So, wir gehen jetzt Midlane-Gank. Das ist eigentlich, wir machen jetzt einen Insect, Leute. Naja, wir holen uns erst den Boy hier. Den muss ich mir... Alter, er outplayt mich einfach. Das gibt's ja nicht. Wir gönnen uns eben den. Und dann, Fizz ist noch Level... Hier, guck mal, wir klauen uns einfach seine Ult. Ich will aber die Ult noch nicht benutzen. Die ist cool. Ja, okay. Wie lustig. Ah, wie lustig. Lustig Sprung. Peter, lustig. Zack. Und jetzt nochmal die Q drauf. Und jetzt so. Und jetzt machen wir so. Und der ist RIP. Das passt perfekt. Haben wir noch irgendwas? Eine Wall würde ich gerne noch klauen. Ja, Sub, Pal und Lotti-Attacke. Ja, okay, es passt. Sehr geil. Ja, das läuft auf jeden Fall hier. Wie geschnitten Brot läuft das. Wunderschön, ne? Und hier, bei solchen kleinen Fights ist auch, kannst du voll AP gehen. Das ist super geil. Da kannst du dich mit deiner W auch super krank hochheilen. Ne, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber sobald es halt so ein bisschen... Also, es kann sein, dass Tank-Silas kompletter Garbage ist, ne? Da möchte ich mich jetzt überhaupt nicht drauf festlegen. Es kann... Ich habe es nie getestet, deswegen weiß ich es nicht. Vielleicht ist es kompletter Müll. Hat jetzt eigentlich niemand Tonti gekillt? So, jetzt ist natürlich die Frage, was kaufen wir als nächstes? Und wir kaufen erstmal einfach ein... was haben die denn? Die haben super viel Magic Damage. Wir kaufen uns jetzt erstmal Magie-Mantel. Die Frage ist, gehen wir Magic-Pen-Schuhe noch oder gehen wir wirklich jetzt schon defensive Schuhe? Und gegen das Team würde ich, glaube ich, mein Fist-Jungle, würde ich direkt jetzt eine Spirit-Visage hinterher setzen. Klar, wir machen nicht so viel Damage, aber manchmal ist weniger Damage ja mehr Damage. Ja, ich komme, Boy. Ich glaube, der kommt da weg. Ich würde nämlich gerne die Vögel machen. Ich meine, der läuft auch in eine genau andere Richtung. Was soll ich da tun, Leute? Was soll ich da tun? Wave-Tier ist mittlerweile auch ganz gut, beziehungsweise Jungle-Tier. So. Welche Ult können wir uns... Alter, die... Guckt euch das an, das sind drei Leute. Drei Leute chasen den Boy. Oh, wir können Sugar Ult klauen. Das passt ja zu meinem Tank-Style, ist perfekt. Dann müssen wir da jetzt mal eben vorbeischauen, du, würde ich sagen. Na, gehen wir mal ganz schnell zum Sugar, Leute.
Ja. Ich habe auch hier diese HP-Scalings. Ich habe Armor mit, Armor Magieresistenz. Ja, gönnen wir. Ich würde sagen, wir gönnen uns und fressen einfach den Taunty auf. Fizz verfolgt mich schon. So, zack, danke. Und jetzt gönnen wir uns Taunty gönnen. Perfekt. Wie viel Damage macht denn das jetzt? Hat keine Ahnung. Okay, das sieht interessant aus. Könnt ihr bitte kurz mich in Ruhe lassen? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Merci. So, wie viel Damage macht das denn jetzt? Keine Ahnung, 1000, oder? Ich fresse einfach den Kleinen da. Dankeschön. Na, dann sind wir auf der sicheren Seite. Passt. Zack, smiten wir den da weg. Okay, also den Taunty geben wir, glaube ich, auf. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch Cooldown Reduction. Wir sind ein Caster, der Tank gehen will. Das heißt, Build Visage geht schon komplett in die richtige Richtung, denke ich. Wir könnten mal Botlane ganken, denke ich, oder? Also es ist, ich weiß ja auch nicht, vielleicht findet ihr auch alles Heiles komplett krass. Kann ja sein, dass ihr so denkt, aber ich finde, immer wenn ich den Champion im Late Game, im Early Game ist der fein, aber im Late Game ist der komplett sinnlos, weil, ja klar, also manchmal kriegst du halt auch so Ults wie Wukong und dann musst du einfach reingehen und dann explodierst du und dann ist over the world. So, hier wird der Cooldown geringer, das heißt, wir skillen die W. Ich bin da, perfekt. Ist das eine Gank-Machine? Jetzt böllern wir direkt hier, Q drauf, so ungefähr. Zack, jetzt gönnen wir uns den Ball. Ja, fahren hinterher. Wir dashen direkt zur Seite. Alter, ja, ist aber fein. Na, okay, das ist nicht so fein. Ja, da jetzt hinterher zu gehen. We can try, aber... Botlane verlieren wir natürlich die ganze Zeit Farm, beziehungsweise mein Team. Aber es könnte sein, dass wir den sogar noch catchen. Ich würde jetzt einfach seine Ult klauen, falls er nochmal kommt. Oder er... Redet er mich gerade? Ja, okay. Ja, okay. Ja, Fizz ist gerade in der Mitte, das heißt, wir können uns den Blue Buff snacken. Na, Sylas hat auch im Jungle die aktuell schlechteste Winrate. Deswegen, ich weiß auch nicht mal, ob es wirklich ein Jungler ist, aber ich guckt euch das an. Wenn ihr einmal halbwegs im Jungle clear drin seid, beziehungsweise im Game, dann ist der Jungle hier halt insane, finde ich, oder nicht? Sieht halt auch cool aus, wenn du, ne, ständig diese Drehung machst. Also, ich finde, das hat schon Style-Punkt, oder nicht? Das ist jetzt schlecht. Ich könnte aber seinen Ult klauen. Oder so ähnlich. Leute? Okay, Karma kommt, sehr gut. Okay, das tut weh. Ich kann mich heilen. Heilung, weil ich Tank bin, Schild. Ja, schade. Hätte ich verdient gehabt zu gewinnen. Vielleicht. Unter Umständen. Vielleicht aber auch nicht. So. Schuhe. Ja, ich denke, wir gehen halt echt Mercury Boots, kaufen uns jetzt das Ding und kaufen uns jetzt weiter Magieresistenz. Ne? Dann hätten wir nämlich die Aufgabe... Dass wir halt nützlich sind auch noch, ne? Das heißt, wir saugen Schaden in uns aus. Es ist quasi wie bei Gragas, ja? Bei Gragas gehst du auch die AP-Machete und dann gehst du Tank. Ja, maybe. Maybe, maybe, maybe. Maybe yes, maybe no. Im Prinzip muss ich halt gucken, wir müssen Shogats Ult wieder klauen, damit wir größer werden. Wir haben einen Stack hier schon bekommen, ne? Das ist nicht verkehrt. Leider pusht Duschen gerade Botlane rein. Zack, dem gönnen wir... Ja, die Trinity-Variante könnte man ausprobieren. Wäre vielleicht eher was für die Top-Lane. Ne? Ich meine, sowas... Damals hätte niemand gedacht, Trinity Fizz wäre OP. Und dann haben es auf einmal alle gespielt, ne? Also, manchmal muss man halt erst was testen. Bevor man weiß, ob es broken ist oder eben nicht, ne? Und dann haben alle Echo gespielt. Also, Trinity Echo, ne? So, wir gehen jetzt erstmal zu Shogat. Blue Buff into Shogat. Am besten wäre, wenn wir ihn fressen. Aber ich würde natürlich... grundsätzlich da kein Problem haben. Man könnte auch... Naja, nee. Ja, okay, also man könnte auch Aftershock dann spielen, fällt mir ein. Wenn man, aber weiß ich nicht. Muss man halt mal schauen. Muss man halt mal schauen. Denk mal, Spirit Visage hat eine sehr, sehr schöne Synergie. Bitte töte ihn nicht. Mit dem Heal, den wir haben. So, wir gehen jetzt hier hoch und essen den. Einmal Sugar to go, bitte. Ah, das reicht leider nicht. Können wir da deep gehen oder nicht so? Okay, das passt. Sehr schön. Very schön. Und aufgesnackt. Das ist halt totaler Disrespect, wenn du von deiner eigenen Ult gesnackt wirst. Ne? Oder halt gekillt wirst. Gesnackt hat jetzt hier auch sehr gut gepasst, aber ist halt komplett offensiv. So. Wie viel brauchen wir für Spirit Visage? 1,550er. Ah, die Gegner kriegen ordentlich am Sack, allerdings unsere Botlane auch. Wir gucken mal, ob Red Buff da ist. Könnte sein. Yes, sehr geil. Zack. Hm.
Was würdet ihr euch denn für einen Champion noch wünschen? Viele sind ja immer sehr, ne, sehr, ja, den Champion gibt's schon und den Champion gibt's auch schon und, ne, und der Champion ist eine Kreuzung aus den und dem Champion und so, ne, man kann's ja nie jedem recht machen, irgendwie gefühlt. Aber habt ihr denn eine Idee, was es für einen Champion geben könnte noch? Wenn ich das hier, also, ja, ich meine, ich habe ja hier gegankt, das heißt, ich kann noch ein bisschen Geld mitnehmen, oder? So, wir haben jetzt Bildvisage fertig. Wir sind jetzt echt tanky, muss man sagen. Also, weil wir halt sehr gut im Game sind. Ich würde mal eben shoppen gehen. So, jetzt wollen wir gucken. Also ich würde mich halt auf ein bisschen CDR noch sehen. Wir haben 20% an Blue Buff. Also ich würde schon gucken, dass wir auf die 30 oder sogar 40% kommen. Das heißt, wir brauchen ein Item mit Cooldown Reduction. Die Gegner haben halt viel. Wir können ja mal eingeben, Reduzione Ricarsia. Na? Letztens war so ein lustiger Kommentar unter meinem YouTube-Video. Er hat gesagt, ich würde... Guck mal, jetzt machen wir einen Insect, Leute. Ah, doch nicht. Yep. Er hat gesagt, ich würde Videos klauen von italienischen YouTubern. Weil ich ja gar kein Italienisch kann. Oh, lol. Auto-Tag. Er brennt. Ne, weil hier unten halt alles Italienisch steht. Bro. Ne, ich meine, guckt euch das an, macht kein. Klar, ich mache auch nicht den meisten Damage an ihm, aber er macht halt auch keinen Damage an mir, ne? Das ist halt. So kann man halt immer wieder für die Trades gehen hier. Und manchmal. Ich krieg halt meine Rotation 6-mal durch, während ich sie als Full Squishy vielleicht einmal oder nicht überhaupt einmal durchkriege. So, wir machen random. Oh mein Gott! Yes! Brenn! Oh my boy! Ist da jetzt erst klaut der Gameplays und dann spielt er auch noch mit Skripts? Was ist denn da los? So, jetzt gönnen wir mal den Boy. Oh boy, der kriegt eine Peitschenschlag, Alter. Prepp! Oh, was? Oh, really? Okay, den hätte ich haben können. Aber nun gut. Aber nun gut. So, was mit Sugar? Den würde ich gerne snacken. Allerdings weiß man nicht, wie das hier so. Ja, dann nehme ich dich oder so. Ich würde aber gerne. Ich habe halt gleich kein Mana mehr, ist das Problem. Vielleicht brauchen wir ein Mana-Item. Ich weiß nicht, wie viel Damage der Bums macht. Außerdem. Oh, meine Ult kostet gar kein Mana. Wie viel Schaden macht das denn? 475, so ungefähr 600. Ist das true, oder? Fährt der Boy da hinten? Ich habe halt kein Mana, du. Ja, dann fressen wir jetzt die Kanone hier auf. Oder lieber den hier. So. Nicht, dass die Kanone. Okay, wir haben jetzt halt gar kein Mana. Aber jetzt haben wir ein Problem. Ah, ich bin tanky, Leute. Ich bin tanky. Aber es kann sein, dass er mich trotzdem killt. Wobei, ich hab noch Flash. Oh, really? Wenn ich jetzt sterbe, dann... Oh, mein Gott. Oh, gib mir doch ein Schild. Ich habe aber echt lange überlebt, Leute. Und stellt euch mal vor, der ist 6-2, der Boy jetzt. Ne? Da, also... Vielleicht brauchen wir ein bisschen Armor. Also, wir haben jetzt... Oh, ist der? Nee, das ist zu damage-lastig. Ich will schon Tank. Also, Cooldown Reduction haben wir hier. Iceborne? Perfekt. Very perfekt. Das ist das beste Item, was mir je passiert. Du tust so gut, wenn du die Gegner slowst. Okay. Nee, das ist perfekt, weil ihr habt gesehen, ich brauche Mana. Ich krieg damit Damage. Und ich halte die Gegner vom Laufen ab, weil ich sie einfriere. Also, GG. Das ist ja auch, das macht man ja auch auf Gragas und so gerne oder auf Ohren. Ne? So ein Iceborne. Perfekt. Also ich sehe mich da komplett. Very komplett. Wir sind auch schon ziemlich groß, Leute. Guckt euch das mal an. Ne, also es geht. Also ein bisschen größer sind wir da schon geworden, ne? Also kann man schon sagen. Wir haben 2300 HP als Vergleich. Er hat 1200. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Tanks sind sowieso broken. Ohne Witz. Ich habe das Gefühl, ne, in Solo-Queue. Du hast das eine Team. Ne, da sind einfach Champs drin, wie man sie kennt. Und im anderen Team sind Champs wie... Können wir seine Ult wieder klauen? Sind Champs drin wie zwei Tanks, Sejuani, Ohren. Du hast so gut wie automatisch verloren. Ohren? Verloren? Also, so habe ich das Feeling irgendwie. So, wir können ja jetzt mal gucken, was hier so geht. Na? Wir schauen, können ja jetzt mal schauen, was hier so das Tank... Ne, also, ich bin Tank, Leute, by the way. Full Tank. Ja, nicht full, aber very Tank. Ich habe halt keine... Ja, das reicht. Very Tank. Und deswegen, Leute, ihr... Ne? Ich meine, man muss fairerweise sagen, ich bin echt gut im Game, aber nicht Giga-Bro. Ich bin 627, ich bin relativ big. Aber ich bin nicht Giga-Broken-Fett. Muss man fairerweise sagen.
Ne, also. Ich bin Silas! Silence! Also, man muss halt sagen, wie wird's laufen, wenn das Game mal nicht gut läuft, ne? Wie ist es dann? Na, wie wird es dann laufen? Klaut er mir den oder nicht? Iceborne? Iceborne, sehr geil. Sehr geil, schön und nice. Ne? Ich bin da für dich, Bro. Da, Bro. Okay, das ist schlecht. Okay, das, Alter, wenn das nicht close war, du, dann weiß ich es auch nicht. Slash all. Slash all. Gib ihn mir. Ja. Ja, okay, dann gehen wir dann mit dem Shoppen. Wir haben Iceborne ready, Leute. Ready for take off. Ja. So. Iceborne, jetzt ist die Frage, wir haben jetzt 40% CDR. Perfekt. Was könnte man noch kaufen? Wir könnten natürlich jetzt so Optionen. Jetzt hast du Optionen. Man könnte jetzt sagen, okay, hey, wir sind Giga-Tanky, du kannst jetzt noch Items kaufen, die dich halt... Ja, also überhaupt keine Ahnung. Also ich glaube, mehr Magier-Sense wäre noch gut, aber... Also Spirit... hier, der komische Helm. Adempte Temporale, hier, adaptiver Helm. Ist natürlich ziemlich gut gegen die beiden hier. Aber... Ja, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir holen uns noch mal den Shogat ab, oder? So. Können wir ja noch Taunty mitnehmen. Da würde ich mich sehen. Ich meine, Fist Jungle zackt natürlich auch. Habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesehen. Ich meine, das sind wahrscheinlich die Leute, die einfach immer Fist spielen. Und wenn sie dann halt Jungle sind, dann picken sie dann halt im Jungle. So, Leute, wo ist Shogat? Ist das Ding hier? Alter, der, ne? Jungle ist alles da. Perfekt. Very perfekt. Bam. So, gönnen wir uns das auch noch eben. Das Problem ist, je größer der Charakter wird, umso langsamer sieht es aus, wird er laufen, weil die immer so riesige Schritte machen. Also, ich finde das jetzt schon auch mit der CDR schon geil, ne? Ult hat auch einen Cooldown von 3 Sekunden, das ist perfekt. So, Shogat. Erstmal wieder nach Shogat. Sugar, Baby. Mein Team fightet zwar gerade, aber ich muss Prioritäten setzen, Leute. Er hat kein Mana, der ist sowas von tot, der Boy. Nicht mit mir. Nope, du wirst mein Snack. Zack. Und da sind wir wieder größer. Very geil. Also wenn das nicht very geil ist, dann weiß ich auch nicht. So, wie sieht's aus? Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir denn mal... Ja. Ah, schade. Ja, komm her. Das macht mir nichts. Ich bin Tank Machine. Ich... Süßer Schaden. Das macht mir nichts. Ha! Guck dir das an. Jetzt bin ich nämlich Silas. Silence! Ja, das ist very good eigentlich. Oh, ich bin zu breit. Ich bin zu breit. Oh, ich könnte seinen Ult klauen, wenn ich rankomme. Give it mir. Give it to me. Give it to me, baby. Au! Lol, die Talia. Ach, Vayne. Einfach eine Maschine. Hey, deswegen, ich meine, ich bin halt fett, ne? Aber Tanks, wenn Tanks einmal fett sind, sind die immer so. Deswegen sind die auch so broken. Du hast, ne, ja klar, du musst die eh schon treffen, aber du brauchst jetzt nicht enormen Skill für das, was ich hier tue. Ne, weil, was kann ich, also klar, er hat schon ein paar Skillshots, aber es ist jetzt nicht insane so. Ich würde sagen, aber damit wir das Ganze nochmal upsteppen. Kaufen wir uns eine Warmox. So, 4000 AP, let's go, Boys. Let's fucking go, der ist auch schon riesig, der Champ. Also es geht, 5 Stacks, ne, schon, aber schon groß, Leute, guckt euch den Turm an. Ich bin der Turm, Boys. Sehr schön. Ich bin Nougat. Wo ist er, der Shogat? Der Nougat, da ist er. Oh boy. Yep, Slash, nochmal. Klar, ich mach nicht den insanesten Schaden, sind wir ehrlich, aber es ist very okay eigentlich. Na, ich habe ihn nicht gefressen. Dann essen wir den jetzt. Kann ich jetzt? Danke. So, da ist noch einer. Pra, sehr. Und, okay. Na, sehr gut. So, wir können ja mal gucken, ob wir mal hier so ein bisschen Richtung GG kommen. Ahem.
groß ich einfach bin. 4200 AP, Leute. Beaches. Also Spirit Visage habe ich jetzt auch nur gebaut, weil sie so viel AP hatten. Sonst würde ich, glaube ich, sogar mit Iceborne starten, denke ich. Ja, wo ist dein Schaden, Bro? Wo ist dein Schaden? Ah, ist der Falsche, verdammt. Da ist der Falsche. Ja. Jetzt wird es ein bisschen, aber ich bin immer noch eine Tankmaschine. Aber jetzt wird es ein bisschen viel. Ja. Ich meine, da haben wir jetzt auch echt übertrieben, ne? Jetzt ist halt der Punkt, wo man sagen könnte, man könnte jetzt echt nochmal ein AP-Item kaufen, ne? Weil wir sind eh schon quasi unsterblich. Also wir sterben halt nur, wenn wir richtig hart reininten, so wie jetzt gerade. Silas ist actually so big, ja. Frage ist, ob er meint, ob ich groß bin oder ob er, ne? Also was man jetzt machen könnte, was eine Idee wäre, wäre zum Beispiel Leandris. Weil Leandris ist halt sehr gut auf Tanks, weil es halt prozentualen Damage macht. Es kommt nicht darauf an, ob du 1000 AP hast oder ob du nur 3 AP hast. Der Damage von dem Ding burnt immer geil durch. Das Problem ist aber, dass ich so hart die Gegner umbänge, dass ich eigentlich kein, das glaube ich nicht, das brauche so. Wir könnten halt einen Rabadons kaufen, oder wir gehen halt echt noch ein Tank-Item. Schwierig, das ist jetzt wirklich schwierig. Na, sehr schwierig. Gibt es da noch irgendein cooles Tank-Item? Weiß man nicht. Na, weiß man nicht. Trinity macht jetzt auch keinen Sinn. Wir könnten ja so ein Trinity kaufen, dann verkaufen wir einfach das Iceborn. Aber warum eigentlich nicht? Kein Geld. Ja, das würde ich dann am Ende machen, aber ich glaube, wir kommen da eh nicht mehr hin. Man könnte jetzt noch ein GA kaufen. Ich glaube, wir bleiben uns treu und wir gehen jetzt halt wirklich weiter Tank. Ich sitze jetzt hier 3 Stunden im Shop, ich weiß, aber was hat mich denn gekillt? Lucian, wir brauchen Armor. Armore. Oder ein Frost. Ach, wir haben sowieso schon Frost. Was gibt's denn hier? Thornmail? Oder ein Righteous. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Verdammte Axt im Himmel des gewaltigen Johannes! Johannes! Hätte ich jetzt hier das CC, würde ich das Ding kaufen? Ja, komm, dann kaufen wir jetzt eine Deadmans. I don't know. Boah, wie riesig wir sind. Ich bin der Turm. Alter. Lustig. Allerdings intet mein Teammate schon sie nicht. Ich komme, Boys. Ich bin unterwegs. Ja, guck mal, wir haben 128 AP, Leute. Na? 128, mehr haben wir gar nicht. Wir machen aber trotzdem den Banger-Damage. Okay, die Gegner sterben gerade alle. Ich glaube, wir haben gewonnen. Denke ich mal. Ohne mich! Wobei, Fizz kommt gleich wieder, aber... Ihr seid doch scheiße, du. Guckt euch die kleinen Maden neben mir an. Und nice Tower Damage, by the way. Very nice Tower Damage, by the way. So, gib mir deine Ult. Her damit. Ha! Na, okay. Jetzt langsam hinten wir ein bisschen. Aber ist okay. Komm her. Ah, er will nicht. Wir können ja direkt den nächsten Ult klauen. Ich würde gerne den Fisch essen. Das hätte echt Stil. Aber ich glaube... Leute, wieso geht ihr alle weg? Stopp. Ja, das hat nicht geklappt. Aber, ja, dann gehen wir jetzt hier auf den Sack. Okay, den will ich... Oh, lass mich doch mal was essen. Hallo. Na hier, ich bin eine Maschine. Kann ich jetzt irgendjemand essen, bitte? Give me somebody to eat. Ah, der ist ein bisschen... Den hätte ich vielleicht sogar snacken können. Bin mir unsicher. Dann haben wir aufgefressen. Eine Thornmail wäre vielleicht noch ganz nett. Hier sieht man natürlich so einen kleinen Backdraw. Das heißt, ich... Obwohl ich relativ fett bin, habe ich Probleme gehabt, den Lucian zu killen. Aber das ist auch nicht immer unbedingt die Aufgabe eines Tanks. Ihr müsst sie halt auch sehr, sehr lange stellen. Ihr habt noch einen fetten AD Carry hinter euch, einen geilen Midlaner. Ihr seid halt Silas, der vorne super tankt. Ja, ihr seid ja ein Tank. Ihr macht super viel Schaden, aber ihr geht auch nicht kaputt. Ne? Das ist die Idee. Ihr könnt mir... Probiert das mal bitte aus. Ne? Die Leute, die Bock haben auf euch, von euch. Natürlich, jetzt muss man... Ne, Disclaimer. Es kann sein... Es gibt Runden, die sind einfach scheiße. Die, ne, selbst mit dem OP-sten Champion könnte es sein, dass ihr jetzt eine Scheißrunde habt. Das heißt, ihr sagt jetzt, ja, ich gehe Tankbuild und ihr intet komplett rein. Dann sagt ihr, ja, Tankbuild ist komplett scheiße. Ne? Kann passieren. Ne? Weiß man nicht, deswegen. Ja, probiert das Trinity aus. Vielleicht Trinity, Sterak, Sunfire, irgendwie sowas in der Richtung. Probiert das AP-Ding aus. Vielleicht ist es ja in, vielleicht hatte ich nur Glück. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es broken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Auf Wiedersehen und
Tschüssikowski, Manowski.